Hier ist der André aus Thüringen, aus Stützerbach. Der Mann, der hier die Insektenhotels herstellt, muss mal einen Aufruf machen an Makita Deutschland, an diese Werkstatt, die da in Ratingen die Geräte von Makita repariert. Hier hatte ich ja folgendes Problem. Das Blatt, das ließ sich nicht mehr hoch und nicht mehr runter kurbeln. Da war irgendein Gussteil, so wie ich mir habe sagen lassen, defekt. Okay, das kann passieren. So, zu guter Letzt, gestern hole ich die Maschine aus der Werkstatt ab. So, ich denke, ich schaue nicht richtig. Was hat sich Makita erlaubt? Einfach mein Eigentum zu entsorgen. Ich habe mir hier von dem Feinmechaniker ein Aluminiumblech anfertigen lassen, sodass diese extremen Spaltmaße, die hier herrschen von den Herstellern, nicht mehr vorhanden sind. So maximal in Millimeter war das gewesen. So, da habe ich richtig Geld für bezahlt, um mir das herstellen zu lassen. Was macht Makita? Schraubt das runter und tut ihren Plastikmüll da drauf schrauben. Und hält es nicht mal für nötig, wenn sie schon das machen, ordentliche neue Schrauben wieder reinzuschrauben und diese ausgenuckelten Dinger da reinzudrehen. Frechheit. Und dann kommt noch zu guter Letzt, dass nicht mal die vorhandenen Schellen hier, sage ich mal, die man dafür braucht und zum Festschrauben des Sägeblattes nicht alles mehr vorhanden ist, dass die Hälfte fehlt. Da musste ich mir hier von meiner Bosch-Maschine, Moment, ich gehe mal eben raus, um das auch nachzuweisen, habe ich mir hier das Sägeblatt rausgebaut und hat zufällig die ganze Geschichte von der Maschine zur Makita gepasst, um dass ich da wieder jetzt mit weiterarbeiten kann. Ne? So, da habe ich schon in der Firma dort angerufen, dass sie sich darum kümmern, dass das Teil, dass die Teile wieder drankommen, dass ich das, die Bosch-Maschine weiter benutzen kann. So, was erlaubt sich da Makita? Einfach mein Eigentum zu entsorgen. Ich finde das eine bodenlose Frechheit. Das ist wie, ich fahre in ein Autohaus, habe einen VW Golf und schon Bezüge beispielsweise vom BMW drauf. Da kann sich nicht VW erlauben, die Schonbezüge vom BMW runter zu klatschen und quasi da welche von VW drauf zu machen und das den Leuten dann noch in Rechnung stellen. Ich finde das einfach nicht in Ordnung. Echt, was soll das? Ich habe dafür Geld bezahlt. Und es wäre sehr nett, wenn ihr dieses Video hier mal ein bisschen viral schickt und mal teilt und mein Frust mal den Leuten ein bisschen von den Makita-Leuten, vielleicht bemerkt es ja mal einer und sieht das Video, dass sie sich mal bei mir melden und dass ich mal ein Statement dazu bekomme, wie die sich das eigentlich vorstellen. Ich finde das einfach unmöglich, ehrlich. So bereitet mir Arbeit, jedes Mal rutschen hier irgendwelche, wenn ich hier was schneide, irgendwelche Sachen hier rein, kann jedes Mal auseinanderbauen und rumstochen, den Dreck daraus zu kriegen. Ihr könnt doch mal die Leute, die hier mal ein bisschen fortschrittlich denken und sich da was bauen, verstehen, dass das doch nicht umsonst gemacht worden ist, oder? Es ist doch einfach unmöglich. Ich könnte verrückt werden. Nur Arbeit machen die ein und kostet viel Geld.